einer weiteren Folge. Real Farming, LS19 meets Reality und machen wir gerade einen Motor aus. So, hallo. Guten Tag. Ja, Volker ist mein Name. Wie heißen Sie nochmal? Mein Name ist Herr Black. Sie können mich auch Danny nennen. Ja, Ihre Kleidung ist Programm, ha? Huh? Genau. Jo, ja, dann, ich bin der Volker. Mein Name habe ich gerade schon gesagt, ich bin der Praktikant von den Blaubeeren. Das ist ein Danny, habe ich mich mit Volker vorgestellt? Ich bin immer so mit Volker. Aufgeschlossen. Sie kommen wegen dem Führerschein für die Großtraktoren und dem LKW, oder? Das ist richtig. Okay, gut, habe ich das richtig in Erinnerung. Gut, dann steigen Sie einfach gerade auf den Beifahrersitz mal mit ein. Ich gebe Ihnen eine kurze Unterweisung. So, also Zündschlüssel kennen Sie? Ja. Haben wir hier ganz rechts. Rechts Gaspedal, ist eine Automatik und einfach drauftreten. Ich stelle mal gerade den Anhänger noch weg und dann dürfen Sie übernehmen. Haben Sie da hinten mit dem alten Eicher geparkt? Ja, das habe ich. Den können Sie gerne mal hier auf den Hof stellen, nicht dass der wegkommt. Oh, dann müssen Sie mich mal ganz kurz rauslassen, dann mache ich das mal ganz schnell. Jo, bitte, ich park mal gerade ein. Huch, kommt nicht mal raus. Ah, jetzt. Fährt mich irgendwo hin. So. Also, mit diesem Gefährt geht es heute auf die Strecke. Ein Xerion 4000 mit guten PS. Aber das wird ein Spaß. 435, also ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Wir haben hier eine Art Knicklenkung, Hundeganglenkung haben wir hier auch verbaut. Das heißt, Sie können Vorder- und Hinterachse lenken. Damit sind Sie besonders wendig. Also das heißt, auch da ein bisschen aufpassen. Weil damit könnten Sie schnell mal eine Kurve zu eng nehmen. Ansonsten sehen Sie den hier in der Dreckausführung. Ich komme einfach nicht zum Waschen, verstehen Sie? Macht ja nichts. Dafür sind ja solche Fahrzeuge da. Genau. Wir haben hier schon ein Gewicht vorne dran. Da überprüfen Sie einfach mal die Anschlüsse, ob die Bolzen alle richtig sitzen. Nicht, dass uns das unterwegs verloren geht. Das ist immer sehr wichtig. Ladungssicherung und Anbaugeräte sichern. Angekoppelt sind sie ja. Sehe ich gerade. Ja. Gut, dann schwingen Sie sich mal rein. Ich gebe Ihnen Anweisung, wo es hingeht. Genau. So. Starten wir mal den Motor. Moment, ich muss noch mal kurz aus. So, gut. Mach ich gleich mal einen Instagram-Post mit Ihnen. Gut, dann fahren Sie mal raus. Und dann nach links und gleich wieder nach rechts. Denken Sie an die Lichtzeichen. Sind Sie schon mal Traktor sind Sie schon gefahren. Genau. Aber noch nicht die großen. Nee, noch nicht die großen. Also das gute Stück hier läuft 53. Glaube ich. Und die nächste Einfahrt fahren wir schon wieder nach rechts. Wir machen heute gleich mal, ich mache Ihnen den Anhänger, machen wir auch gleich nochmal eine Auffrischung.
Hier die Einfahrt? Ja. Hat an der Grenze. Und dann sehen Sie da oben so einen roten Anhänger, da fahren Sie direkt mal rückwärts dran zum Ankoppeln. Den hier. Mit der Bremse haben Sie es noch nicht so, ha? Oh, muss ich noch ein Gefühl für finden. Naja, der hat ordentlich Gewicht. Der ist ein bisschen empfindlich. Ja. Wenn Sie sagen, passt, dann steigen wir aus. Hey, warte. Mal noch mal kurz einen Anlauf. Nein, nicht zu viel Anlauf. Aber das sollte passen. Ja, dann gucken wir mal nach. Und? Soll ich mal ankuppeln? Ja, mal machen Sie dran. Alles, was gehört. Da müssen Sie ein bisschen richtig, genau. Müssen Sie ein bisschen ruckeln. Gut. Die Schläuche noch. Sonst funktioniert die Bremse nicht. Das ist immer ganz wichtig. Gut. Dann, was müssen wir noch machen? Dann müssen wir... Das Ding steht ja auch hier ein bisschen. So, angekoppelt sind sie. Jetzt müssen wir den wahrscheinlich runterlassen, oder? Können Sie ein bisschen runterlassen, ja, und die Lichtprüfung nicht vergessen. Genau. Ich stehe mal hinten, Sie sagen an, was Sie anmachen. So, Lenkmodus wechseln, Füllgrenze einstellen. Nochmal an. Funktioniert das Licht? Nee, noch nicht. Das ist die Frage, wo mache ich denn das? Mal der Hebel links. Da ist ein F drauf. Ah. Ja, jetzt. Hab ich's. Gut, dann Blinker links. Ja. Blinker rechts. Ja, Warnblinker. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Mittendrin. Gucken Sie mal mit zwischen Blinker links, Blinker rechts. Einen Blick mal kurz. Da muss ich kurz zwischen den zwei hier hin und her wechseln. Ich habe das anscheinend noch nicht eingestellt. Wo finde ich denn das? Warten Sie mal. Gucken Sie mal, da ist ein Schalter mit. Da steht eine kleine 2 drauf. So. Kleine 2. Ja. Ah, jetzt. Jawohl, genau. Sehr gut. Das Licht können Sie wieder ausmachen. Und Sie einfach mal komplett durchschalten. Genau. Gut, Bremslicht müssen wir noch kurz prüfen. Ja. Sehr gut. Gut. Dann geht's ab nach links. Denken Sie dran, mit Anhänger haben Sie einen größeren Wendekreis. Genau. Brauchen Sie einen größeren Wendekreis. Wo fahren wir hin? Unten wieder links. Und die nächste dann rechts. Wie sind denn die Blaubeeren so als Arbeitgeber? Oh, die sind ganz nett. Bin zufrieden mit ihnen. Oh, das ist ja toll. Haben Sie auch einen Blinker angehabt? Ja, habe ich. Ah ja, da. Okay. Dürfen ruhig Vollgas geben. Das hält er aus.
Da hier unten müssen sie ein bisschen aufpassen, dass sie die Geschwindigkeiten einhalten, weil da von der Blitzer stehen. Müssen wir geradeaus weiter? Ja, ja, immer geradeaus. Wenn ich nichts sage, immer geradeaus. Okay. Aber Achtung, Blitzer. Nicht vergessen. Kostet immer viel Geld. Was müssen sie bei denen so machen? Die Kuhkacke wegräumen, oder? Nee, ich hab auch, kann auch schon an den Feldern arbeiten. Ah, okay. Ja, das ist ja das Gute, ne? An den großen Maschinen, die dürfen sie auch auf Privatgelände ohne Führerschein benutzen. Was haben sie vorher gemacht? Ich war woanders gewesen. So im kaufmännischen Bereich. Aber es hat mir nicht so Spaß gemacht. Ich wollte mal ein bisschen so aufs Land raus. Ja. Das kann ich verstehen. Draußen arbeiten ist für mich auch das Beste. Ich war all die Jahre im Büro gewesen. Da brauche ich mal ein bisschen Abwechslung. Ein bisschen frische Luft. Die Landluft. Das Parfüm der Bauern. So, jetzt haben wir hier gleich eine Produktion, da fahren wir mal rechts rein. Dann können Sie gerade unter das Rot fahren. Geradeaus. Noch ein Stück. Gut, jetzt drücken Sie mal hier auf der Fernbedienung den R-Knopf. Genau, das ist nämlich die Fernsteuerung hier fürs Überladen. Ich habe hier alles automatisiert, sonst dauert das zu lange. Ach so. Ich bin auf dem Hof, alleine auf dem Hof. So, gut, dann ziehen Sie rückwärts raus, am besten nach links. Damit wir dann wieder die Ausfahrt nehmen können. Ruhig weiter einschlagen, sonst bleiben Sie hinten am Holzbrett hängen. Weiter einschlagen. Andersrum, andersrum. Okay, fast. Ja, ich muss mal ein bisschen drücken. So, wohin? Nach rechts. Also das generelle Fahren, ich glaube, damit haben sie kein Problem. Mit den Anbaugeräten, da müssen sie noch ein bisschen üben. Aber das wird schon. Ja. Achtung, da haben sie auch einen Blitzer versteckt. Aber so schnell fahre ich ja gar nicht. Dann drücken sie mal drauf. Da vorne nach der... Jetzt einmal links vorm Wald weg, da fahren wir rein. Da bei der Kurve oder? Ja, hier, langsam. Hier rein. Ach, das habe ich nicht gesehen. Jetzt setzen Sie zurück. Oh, mal so. Und dann gleich rechts dem Wegverlauf folgen. Ja, das war geradeaus. Ach, da rechts? Ja, man sieht hier sehr schlecht. Aber sie kennen sich wahrscheinlich ein bisschen besser aus. Der Unterboden. Also sie haben ja ein großes Fahrzeug hier gerade am Steuer, aber vermeiden sie es trotzdem, über Büsche zu fahren. Verstanden. Oh. Und
Ring, ring. Ring, ring. Moment, Telefon. Volker Varuna, hallo. Moment. Guten Tag. Nach links und dann gleich wieder nach rechts. Ja, jetzt. Hallo, wer da? Guten Tag, Herr Varuna, Landhandel, Krüger, Apparat. Yes. Es geht um die Rechnung, wo ich Ihnen geschickt habe. Sie haben mir eine Rechnung geschickt? Ja. Von der Reparatur vom Tatra und dem Holzhauptflieger. Ja. Der Herr Jäger hat gemeint, das habe ich schon bezahlt, aber ich hatte bei mir kein Geldeingang. Ja, wie viel waren das? Moment, ich gehe gleich rechts rein. 1100. 1100? Ja. Passen Sie auf die Mauer auf? Ja, Moment, überweise ich Ihnen gerade. Okay, gut. Wie viel? 1000? 1100. Moment. Ist raus. Ja, habe ich erhalten. Gut, vielen Dank. Danke, tschüss. Oh, scheiß Multitasken. Sehen Sie da den Betonbunker? Da müssen wir rückwärts dran. Ich stelle mal gerade den LKW weg. Moment. Wohin? Da rechts an dem, links an dem Betonbunker. Sehen Sie den? Ach so, ja, der hier vorne. Genau. Ich steige kurz aus, ich stelle den LKW weg. Moment. Jo. Was haben wir denn hier noch rumliegen? So, jetzt. Den am besten auch noch kurz wegstellen. Sie waren eigentlich schon gut dran. Dann drücken Sie einfach wieder R. Damit, dann drücken Sie den Knopf I auf dem Touchscreen. Genau. Und wenn Sie da fertig sind, müssen Sie einmal wenden. Gut, bin fertig. Oder? Ist er fertig? Bist du eigentlich? Soll ich alles abladen, weil alles geht, glaube ich, gar nicht. Nee, den Rest, den müssen Sie da hinten in den Bunker reinmachen. Ach so. Dann müssen Sie einmal wenden. Gut. Stell den gleich weg. Ich drehe einmal um, ne? Ja, können Sie auch, können Sie auch. So eine Fahrstunde könnte ich häufiger machen. Mit zwei Arbeitskräfte. So, liebe Leute, aber wie es weitergeht mit dem werten Herrn, seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bin noch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.